Ich spreche hier als Einzelpersonin, bin aber aktiv im bundesweiten Netzwerk. Bleib dran, in dem über 35 Gruppen sich organisieren und gegen die Abschiebungen nach Afghanistan und anderen Ländern kämpfen. Wir sind heute hier, weil wir gegen die AfD im Bundestag sind. Die AfD ist eine Partei, die rassistische Hetz betreibt und eine faschistische Gefahr darstellt. Der Bundestag verfolgt, auch bevor die AfD eingezogen ist, eine rassistische Migrantenpolitiker, der massiv Entrichtung, die auch heute wieder von gesellschaftlichen Rassismus legitimiert und getragen wird. Angesichts des Stärken der Rechtsparteien sitzt die Politik, ob Großkoalition oder viele die rot-grün reagieren Bundesländer, darauf Menschen über immer neue Asylrecht Verschärfungen zu entrechten, zu diskriminieren und abzuschieben. Für heute Abend ist die siebte Sammelabschiebung nach Afghanistan vom Flughafen Leipzig Halle aus angekündigt, um diese Abschiebepraxis vermeintlich zu legitimieren. Werden Geflüchtete kriminalisieren als Straftäter oder Gefährdungen diskriminierter und Herkunftsstaaten als sicher konstruiert. Mittlerweile wird nicht einmal davor zurückgeschreckt. In offensichtlicher Kriegsgebiet wie Afghanistan, die Abschiebungen geht hier wortwörtlich über Leichen, wie der Bericht über Abschiebungen, die bei Anschlägen getötet wurden, belegen. Wir sind wütend und dies zeigen wir heute bundesweit bei Protesten gegen die geplante siebte Sammelabschiebung nach Afghanistan, darunter am Flughafen Leipzig in München, Ravensburg, Lübeck, Nürnberg, Fürth und Gethuten. Stopp alle Abschiebungen nach Afghanistan und in alle anderen Länder. Jede Abschiebung ist einer zu viel. Stopp der Kriminalisierung von Geflüchteten. Wir fordern ein Bleiberecht für alle. Bleiberecht überall für alle. Stopp die Deportation nach Afghanistan und alle anderen Länder. Stopp, stopp, stopp. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, vielen Dank. John Spass, als Amerika-Säcke, Mordekaschwikar, dann John Spass.